überlebe. So. Doch. Ist eine Weile her. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Video gemacht habe. Es war einfach nicht so. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen mit den Videos machen. Ich habe mich um meine Pflanzen mehr schlecht als recht gekümmert. Und muss zu meiner Schande gestehen, das eine oder andere ist dadurch auch eingegangen. Ich habe ja vorhin wirklich, mich hat es vorhin gepackt und ich habe ja vorhin wirklich alles, was außer zwei, alles was eingegangen ist, habe ich alles rausgeschmissen und möchte mal einen Neustart versuchen. Es ist nicht so, dass ich das Interesse verloren habe oder so, aber es war einfach aus Gründen, es ging einfach nicht und ja, von daher nichts verloren. Alles nicht so dramatisch, kann mal passieren. Kennt der ein oder andere vielleicht, dass man wirklich mal eine Unlust hat. Und ja, okay. Was habe ich vor? Den hier, den Fertigbau, habe ich letztes Jahr zum Geburtstag oder zu Ostern bekommen. Da knickt man dort um, der ist auch in diesem Topf, ich finde, das ist alles nicht mehr wirklich glücklich von der Größenordnung her und so, und habe mir deshalb einen Blechhutzer-Topf organisiert. Da soll er rein, damit er auch von der Bewässerung her ordentlich ist. Und dann möchte ich heute noch, ich habe noch den Kameraden. Der muss da raus. Erstmal, man sieht anhand von den Blättern, das ist nicht trocken, das ist unterversorgt, das ist einfach Nährstoffmangel, ein drum und dran. Hat auch was damit zu tun, da steht ja, das hier unten ist ja das, was ich mal gebastelt hatte, eine OSC-Flasche, das hier oben ist ein 0,4er Becher, ein ganz normaler Trinkbecher und ja, ne? Das sieht auch alles nicht mehr wirklich gut aus, da steht hier permanent in der Matsche. Ich kriege den einfach nicht mehr richtig versorgt. Ich glaube, der drückt sich auch selber ab. Deswegen sieht er wahrscheinlich so aus, wie er aussieht. Das ist aber halt schade, weil es ist eigentlich, keine Ahnung, Seitentriebe kennt er nicht. Den werde ich, habe ich vorhin meine Mango rausgenommen. Da kommt er rein, da steht dann ungefähr bisher im Substrat drin. Vielleicht kriegt man sogar ein bisschen freigelegt, je nachdem wie die Wurzeln aussehen, dass wir vielleicht gleich noch ein Stückchen höher kriegen. Aber da kann man sich hier drin besser entfalten, ich kann besser versorgen. Es ist ja jetzt Frühling, ich werde jetzt versuchen irgendwie wieder mit Videos anzufangen. Es hat sich sehr viel getan, es ist sehr viel gewuchert, aber wie gesagt, ich habe es ein bisschen vernachlässigt. Ich habe einfach ich habe gegossen. Ne? Also ja, und auch nicht immer. Es gab halt so Phasen mit zwischendrin, wo ich gesagt habe, ach ja, die können auch mal eine Woche ohne Wasser auskommen. Ist nun mal so. So, dich stelle ich erstmal zur Seite. Dich machen wir dann danach. Der Pfennigbaum. Das hier oben sind alles neue Ausleger. Die kamen erst im Laufe des Jahres. Ist jetzt in einem Substrat drinne, Erde, Steine, ein drum und dran, scheint ihm ganz gut zu gehen, aber ich werde versuchen, hier rein Vulkadeck zu machen und das Ganze mitzunehmen, so dass er erstmal, ich sag mal, noch seine gewohnte Umgebung hat. Jetzt habe ich leider, ich habe mal wieder was völlig verschwitzt. Ich baue das ja mal nebenbei zusammen, während ich euch ein bisschen was von der Welt erzähle. Ich habe völlig verschwitzt bei den Lechuza-Töpfen. Ich habe den bekommen und habe total vergessen, dass da keine Töpfe mit dazu sind. Na, jetzt habe ich mir vorhin so. Hier fehlt was. Jetzt habe ich mir vorhin so gedacht, ja Mensch, tust den da rein, und dann dachte ich mir, ah shit, ist ja gar kein Topf dabei. Ich habe jetzt hier so einen normalen Becher. Der passt da
relativ gut rein. Da werde ich einfach mal gucken, dass ich den Docht da unten sinnvoll reinkriege. Obwohl, das könnte ich ja gleich mal gucken. Ja, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen. Glücklich bin ich gerade nicht. Ich habe jetzt alles vorbereitet für das Video, aber ich habe natürlich nicht getestet, ob der Docht halbwegs passt. Da machen wir das anders. Ich habe alles einstecken. Ich bastel das erstmal kurz zusammen. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, dass hier generell die Töpfe fehlen. Weil man wirklich, also man braucht hier, ich weiß gar nicht, was das hier für ein Maß ist, was man dafür braucht. Also, ich meine, ja, der ein oder andere sagt, Lechuza ist eh schon teuer genug. Na, noch ein Topf mit dazu, dann wäre es noch teurer. Aber irgendwie, ach, mich ärgert das ein kleines bisschen, wenn da der Topf fehlt. Weil es macht unnötig Ärger. Na, so, jetzt brauche ich, dadurch, dass dieser kleine Docht nicht passt, nehmen wir einfach unseren normalen Docht, den ich letztes Jahr bestellt hatte bei Amazon. Ist es jetzt Amazon oder Amazon? Wollen wir uns auf irgendwas einigen? Machen wir Amazon, ne? Amazon, finde ich, klingt irgendwie schöner. So, Docht, wie gehabt, mit dem Feuerzeug ein bisschen veröden. Ach, das war da so gut, der so schnell brannte. Ja, ich erinnere mich. So, ja, ihr merkt schon, ich habe es schon wirklich ein paar Tage wirklich nicht gemacht. So, dann machen wir das jetzt einfach so. Dann machen wir das jetzt einfach so. Ich stecke das jetzt einfach hier durch. So, steck das noch mal hier durch. Ja, wirst du. So, das versenkt man da unten drinne. Genau. So, den können wir noch ein bisschen hochziehen. So, die Löcher da drinne sind viel zu klein, ne? Viel zu groß. Machen wir uns nichts vor. Also, wenn ich da jetzt Vulkatec drauf schmeiße, dann fällt das alles durch. Dafür habe ich Blähton. Dummerweise auch zu klein, aber wir gucken mal, was drin hängen bleibt. Ich suche mir jetzt einfach mal ein paar Größen raus und schmeiß einfach dort Blähton rein. Muss nur mal gucken, dass ich schon ein paar Größen erwische. Einfach unten, ich sag mal, nicht als Drainageschicht, ne, das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich das falsche Wort. Ich sag mal, als Sperrschicht, damit mir gleich das Vulkatec nicht durchmarschiert. Ach komm, ja. Großzügig eine Handvoll. So. Den Docht mache ich ein bisschen höher, sodass der Docht arbeiten kann. So, dann machen wir erstmal. Ich nehme, wie gehabt, Vulkatec. Ich sehe das gar nicht. Vulkatec Kakteensubstrat. Hieß es früher mal, ich glaube, jetzt heißt es mittlerweile Vulkatec Universal irgendwas. Dadurch, dass ich hier vorhin extrem viel weggeschmissen habe, ich bin überrascht, ich bin also ein Wiederverwender. Mein Sack ist wieder fast voll. Ja? Man muss es ja nicht wegschmeißen, das Zeug wird ja nicht schlecht. So, ich mache jetzt unten einfach mal schon mal eine kleine Schicht rein, sodass schon mal der Boden ein bisschen bedeckt ist. So, jetzt mal gucken. Ich brauche erstmal schnell noch eine Schale. Nehmen wir die. So, dass wir den kurzen da rausholen können. Schauen wir mal. Jetzt habe ich den natürlich vorhin gegossen. Ne? Ich vielleicht, also vielmehr so beim Gießen. Beim Gießen habe ich Lust bekommen, ein Video zu machen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte auf einmal Lust. Fragt mich nicht. So. Und so würde ich das Ganze jetzt gleich versuchen, irgendwie zu retten. Ich nehme mal die Stäbchen raus, damit ich die nachher ordentlich reinsetzen kann.
So würde ich das jetzt einfach versuchen zu nehmen. Und gleich hier einzusetzen. Ja, das jetzt stabiler wird. Ich weiß es noch nicht. Moment. Jetzt auf der Seite. Da gibt es ja auch, also gerade mit Pfennigbäumen, ne, da gibt es ja die schönsten Dinger. Auch was die Vermehrung, also, ja, was die Vermehrung angeht. Also wenn der sich halbwegs benimmt, dann versucht man das auch mal, dass wir Blätter abmachen und die keimen lassen. Das machen wir dann alles mal später. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, mir hat das letztes Jahr ganz, ganz viel Spaß gemacht, diese Videos, weil ich auch gesehen habe, wie die Zugriffszahlen von den Videos waren. Ich hoffe, das Flackern ist jetzt nur auf dem Video und ich hoffe, ihr seht das Flackern nicht, weil ich ja gerade ein Problem mit der Belichtung habe. Mir hat das letztes Jahr extrem viel Spaß gemacht, weil ich auch gesehen habe, es kamen Kommentare rein, es kamen, ich habe die Videozugriffszahlen neulich gesehen, wo ich mir dachte, Alter, jetzt hast du schon so lange kein Video mehr gemacht und es wird trotzdem noch geguckt und es wurde ja auch aktiv in Kommentaren gefragt, wann es mal wieder ein neues Video gibt und so, und wo ich mir dann dachte, nee, jetzt musst du langsam mal wieder was machen. Nicht der Habgier wegen, sondern einfach, weil ich mir gesagt habe, jetzt hast du mit dem Blödsinn angefangen, jetzt musst du es auch durchziehen. So, ich denke mal, ich nehme jetzt einfach mal noch so einen Spieß und verdichte das Ganze ein bisschen. Na, da geht schon nach vorne. Da kippt er schon nach vorne, verdammt. Das ist irgendwie zu schwer für sich selber. Ich habe das schon die ganze Zeit mitbekommen. Den habe ich übrigens von meiner Schwägerin und meinem Bruder geschenkt bekommen. Ich glaube, das war zu meinem Geburtstag. Dachte ich nicht ganz sogar. Und gerade nicht ganz sicher. So, jetzt nehme ich einfach mal noch so einen Spieß und versuche den mal irgendwie ein bisschen zu stabilisieren. So ein bisschen einzuklemmen, einfach damit er ein bisschen gerade steht. Das kann sein, dass der morgen schon wieder schief steht, dass ich den dann nochmal stabilisieren muss. Aber so wie es jetzt ist, so kann es nicht bleiben. Das geht nicht. Das wird nichts. So, vielleicht über den Strick. Ich werde ihn andersrum drehen, sodass die Sonne, also wenn er jetzt mal von der Seite guckt, ne, da hat er ganz schön Schieflage. Ich gehe mal so ein Bild. So, ja, da ganz schön Schieflage. Ich mache es jetzt so, dass die Sonne von hier kommt, weil er wächst tatsächlich sehr gut mit der Sonne. In der Hoffnung, dass er einfach über den Weg ein bisschen mehr Stabilität kriegt, weil das ist. So richtig ist das noch nicht das Wahre. Aber jetzt steht er erstmal hier drin. Jetzt kann ich ihn auch deutlich besser versorgen. Hier muss ich mal gucken. Das gab es ja als Geschenk mit dazu, was ich da reinmache. Hier habe ich übrigens neulich von meiner Frau geschenkt bekommen. Eine Nichphysalis. Kunkwarz. Schild ist noch drin. Habe ich euch geschenkt bekommen, sind Früchte dran, kann man tatsächlich essen. Mal gucken, ich werde die Früchte vielleicht alle rigoros abmachen und mal schauen, ob der von selber da austreibt oder ob das jetzt einfach, ja, ich sag mal, von denen, die das verkaufen, schon so gewollt war, dass man denkt, da geht was. So. Angießen müssen wir. Wir nehmen erstmal noch Kompo Complete Grünpflanzendünger, weil ich habe vorhin festgestellt, dass mein Kompo Complete, ja, es ist nicht alle, aber schön ist es nicht mehr. Es setzt sich sehr viel ab und so. Deswegen nehme ich jetzt erstmal noch das Kompo Complete. Ich habe
Nee, das Kompo Grünpflanzendünger. Kompo Complete habe ich mir bestellt, habe mit Erschrecken festgestellt, dass es anders aussieht. Dass es nicht mehr diese pinke Flasche ist, sondern eine grüne Flasche. Mal gucken, sollte morgen kommen. So, wie gehabt, also den nehmen wir wirklich mal ganz, ganz sacht daran. Das ist Osmosewasser, ne, aus meiner hauseigenen Osmoseanlage. Das ist halt entsprechend runtergedüngt. Runtergedüngt. Hat keine Nährstoffe mehr. So, wir sind laut Anzeige bei 24, 26 Mikrosiemens. Na, wie gehabt, es wird ja Nährstoffe sind Salze, Salze werden in Siemens gemessen und dementsprechend sind es halt Mikrosiemens. So, wir nehmen hier definitiv nicht die Herstellervorgabe, wir nehmen die Spritze und ich mache mal 2 Milliliter. 2 Milliliter an 2 Liter Osmosewasser. Ui, ich habe mein Quirl vergessen. Moment, ich brauche mein Quirl. Quirl. Ich habe hier vorhin beim Aufräumen Erbsen gefunden. Zuckererbsen. Mal gucken. Vielleicht fällt mir da was Doofes zu ein. Nehmen wir mal Zuckererbsen im Topf. Schauen wir mal. So. Das Ganze bringen wir unter ständigem Verrühren in Verbindung. Und da gucken wir mal, hat 2 Milliliter haben wir reingemacht. Und jetzt sind wir bei 600, 700, 701. Bei 700, ja, passt, geht. 700 können wir nehmen. Noch mehr würde ich jetzt tatsächlich nicht machen wollen. Es ist noch Frühling, oder es wird jetzt erst langsam Frühling. Die Pflanzen fangen erst jetzt an, sich so langsam aufzumachen. Na, über den Winter brauchen die halt nicht so viele Nährstoffe. Das brauchen sie jetzt erst alles. Und deshalb 700 ist jetzt ja völlig ausreichend. So. Der Pfennigbaum braucht ja bekanntermaßen recht wenig Wasser, weil er Wasser sehr gut speichert. Deswegen übertreibt man es jetzt mal hier nicht. Deswegen wollte ich den auch jetzt hier drin haben, weil er sich da über den Docht halt selber das hochholen kann, was er braucht. Oh, das war schon fast ein Satz zu viel. So. Der ist jetzt hier drin. Ich hoffe, er überlebt das Ganze. Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber bisher, ich muss sagen, mit dem Vulkatec, tippidoppi, wenn man sich drum kümmert, läuft's. Wenn man sich nicht drum kümmert, Moment, wenn man sich nicht drum kümmert, den habe ich aber mal noch nicht aufgegeben. Das ist übrigens nicht der, den ich letztes Jahr versucht habe zu retten in den Videos. Der, den ich versucht habe zu retten, steht gerade hinter der Kamera. Letztes Jahr sah er besser aus, aber ich gebe ihn noch nicht auf. Na, ist ein Kämpfer. So, also den haben wir fertig. Was bequatsche ich euch denn hier? Den haben wir fertig. Der ist jetzt über das Dochtsystem gut versorgt. So, kommen wir zu unserem Ficus Benjamina. Da brauche ich eine größere Schale, weil sonst wird das ja nicht. Das gibt eine riesengroße Schweinerei und dann kriege ich wieder Ärger und muss wieder aufräumen und so. Das ist noch von vorhin. Nehmen wir einfach mal raus. Wir versuchen ihn mal da rauszuholen. Trinken werde ich es nicht. Ich versuche es tatsächlich erst gar nicht. Denn, ich guck mal. Ich guck mal, was passiert. Ah. Ganz vergessen. Also waren ja wirklich die Anfänge. Das waren die Anfänge vor 2 Jahren, wo ich angefangen habe, mir viele Filme anzugucken, mich sehr viel darüber zu informieren, weil es mich ja geärgert hat, dass bei mir immer so viel hops gegangen ist. Und damals hatte ich eine Phase, da habe ich mit Serames angefangen. Serames. Ich kann es immer noch nicht wieder feststellen. Das haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen und der Trottel kann immer noch kein Serames richtig aussprechen.
Das hier ist zu 100% Ceramis. Ich habe das damals einfach, das waren ganz kleine, das waren ganz kleine vom Baumarkt. Die habe ich alle drei da reingesteckt. Einer steht da drüben. Er ist knusprig. Nennen wir es knusprig. Ich werde es nicht rauskriegen, ich muss es aufschneiden. Ich werde es erst gar nicht jetzt hier versuchen. Na, das klappt aber richtig gut. Nein. Moment. Glück dem da leck raus. So. So, dann nehmen wir den jetzt hier raus. Ich versuche einfach mal, wenn ich ihn raus habe, werde ich einfach mal versuchen. Ich will es vom Körper weg, das sagt man immer. Ich werde dann einfach mal versuchen, das oben alles ein bisschen abzumachen. Vielleicht sieht es ja ganz cool aus. Vielleicht steht er ja auch ein bisschen schon auf seinen eigenen Wurzeln. Das wäre natürlich obergeil. Ich sehe ja gerade ganz, ganz wenig weiße Wurzelspitzen. Das ist alles. Das habe ich zu lange hier drin gelassen. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt, mal gucken, wie lange er es überlebt. Ja, weil ist ein Fikus, wäre nicht schlimm gewesen. Ich habe mich aber mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt an diesen Kämpfer. Und von daher wäre es jetzt tatsächlich schade, den jetzt hops gehen zu lassen. Das will ich auch gar nicht mehr. Und von daher kommt er jetzt in was Größeres rein. Und oh Gott. Und darf größer werden. Ich muss ja noch mal gucken. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Licht, bitte. So. Ach, gucke da. Wurzeln. Der kommt jetzt einfach in den größeren rein. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem mache. Aber der hat halt so gekämpft. In diesem Becher. Wirklich, also in diesem 04er Plastikbecher. Da steht er jetzt, glaube ich, schon das zweite oder dritte Jahr drin. Wo ich jetzt gesagt habe, nee, komm, jetzt hat er das Spiel so lange mitgemacht. Dann darf er auch zeigen, was er alles noch kann. So, ich gucke gerade nur, dass ich das Plastik hier unten richtig abkriege, dass er sich nicht selber weiter abschnürt, weil das wollte er bisher gemacht haben. Hier unten, na, also man sieht ja sehr schön die Becherform. Ich versuche es mal hier, ich muss mal vielleicht mal was Weißes anziehen beim nächsten Video. So, okay, das ist alles ab. Jetzt habe ich aber natürlich ein paar Wurzeln durchtrennt. So, und jetzt würde ich einfach mal gucken. Ah, da hatte ich auch mit Docht. Ne? Da ist ein Docht. Na, mal gucken, vielleicht können wir retten. Wenn ich es auch nicht schlimm, dann bleibt er halt da drin. So. Jetzt machen wir mal das Ganze hier oben ab. Und gucken mal, ob wir den tatsächlich höher setzen können. Weil vielleicht der Wurzelansatz des Mirabi vielleicht. Ja, wir filmen auch gut. Vielleicht ganz gut, dass ich. Boah, das ist prappefest hier. Das ist. Oh, da ist auch noch Blähton unten drin, sehe ich gerade. Ach, nee, das macht keinen Sinn. Ab damit. Keine Sorge, ist ein Fikus. Also wenn es einer bisher bewiesen hat, dass er es kann, dann der. Aber hier ist halt, ich sehe ja ganz, ganz wenig gesunde Wurzeln. Also das ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn hier, dass der sich erholen kann. Das war auch damals nicht die beste Idee, das Ganze zu 100% mit Ceramis zu machen. Aber das waren wirklich meine Anfänge. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass nur Ceramis nichts gegen die Firma Ceramis, um Gottes Willen. Ne? Die gibt es schon so lange und das wird auch seine Gründe haben und das wird auch funktionieren. Es ist einfach irgendwie nicht mein Substrat. Ich komme damit nicht zurecht, warum auch immer. Gemischt mit anderem ja, weil es eine unglaubliche Saugkraft hat. Aber so einzeln.
bin ich da kein Freund mehr von. Ist mir auch am Anfang sehr viel hops gegangen. Man muss anders gießen. Das ist alles. Alberfelder, ist das fest. Ist das fest. So, aber ihr seht schon, also ich denke mal, ihr werdet das sehen. Hier ist nicht viel weiße Wurzelspitzen mit dabei und nichts. Ja, der wird sich jetzt erstmal massiv erholen müssen. Ich hoffe zumindest, dass er das macht. So, Wurzelansatz haben wir ein bisschen was da, aber weniger. Ich habe jetzt ein bisschen auf was anderes gehofft, tatsächlich, aber ist ja nicht so schlimm. So, dann nehmen wir den einfach. Ich habe vorhin hier aufgeräumt und immer noch zu wenig Platz. Es ist irre. So. Selbes Spiel, wir nehmen den größeren, ne? Also wenn der dann da drinnen steht, ja, der wird gerade so draufstehen, aber er hat deutlich mehr Platz, er hat auch Platz, ein bisschen in die Breite zu gehen. Das ist dann schon okay. Dann machen wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen Vulkartex-Substrat rein. Der Docht ist ja von Haus aus mit dabei. Hier brauchen wir auch keinen Becher, weil hier ist ja der Becher integriert. So, gucken wir mal. Ja, ne? Da können wir den ja so ein bisschen rausgucken lassen. Ich mag das, wenn die Wurzeln so ein bisschen rausgucken. Also, da wird der Ansatz so ein bisschen rausguckt. Ich habe aber meine Projekte Bottle in the Bottle, denen geht es Gott sei Dank gut. Also Bottle in the Bottle geht's gut. Ne? Gibt es auch ein paar Videos dazu. Also alles, was, ich sag mal, was Ficus Benjamin heißt, hat überlebt. Was eingegangen ist, wo ich tatsächlich säumig war, sind die Tropenpflanzen, die Mango, die Avocados sind eingegangen. Ja, aber selbst schuld. Ne? Weine ich jetzt, darf ich jetzt nicht hinterher weinen, weil mein Fehler, ne? Einfach nicht wirklich drum gekümmert. Und dann braucht man sich da halt auch nicht zu beschweren, wenn dann die Sachen einfach eingehen. So, das Ganze verdichten wir erstmal bitte wieder ein bisschen. Also, wenn ihr das selber macht, ich kann es euch nur raten. Nehmt euch einen stumpfen Stock und verdichtet das Ganze. Ihr werdet relativ schnell feststellen, dass es absackt. Und da, wo, wenn es halt absackt, da, wo ihr keine, da, wo Luft dazwischen ist, da wachsen halt ganz, ganz schlecht Wurzeln. Ne? Also, das muss schön Stein an Stein, Körnchen an Körnchen liegen, damit auch, ich sag mal, die Feuchtigkeit sich überträgt, ne? Damit das Ganze aufgesaugt werden kann. Das ist erstmal extrem wichtig und schlussendlich, dass die Wurzeln auch die Möglichkeit haben, sich irgendwo festzuhalten. Ne? So eine Wurzel, die kann wahrscheinlich, also mit Sicherheit kann die ihr ganzes Stück auch wandern, ohne dass sie Halt irgendwo haben muss. Aber gehen wir mal davon aus, dass das steht eigentlich gerade. Deutsche hier, ne? Muss oder gerade stehen. Ja, muss gerade stehen. Habe ich gelernt, auf dem Bau, alles muss gerade sein. Also auch hier. So. Okay, da haben wir den hier erstmal drin. Auf den ist meine Mutti ganz scharf. Mal gucken, vielleicht wird das irgendwann mal ein sinnvolles Geschenk. So, aber es bringt nur Zucht sozusagen. So, wir nehmen einfach auch, wie gehabt, ne, was wir vorhin angesetzt haben, mit den 700, das Osmosewasser aufgedüngt auf 700 Mikrosiemens. Ja,
man sollte eigentlich meinen, dass man in so einem System mit Selbstbewässerung, dass einem da nichts mehr eingeht, weil man gar nicht vergessen kann, es zu gießen. Doch, es funktioniert. Es funktioniert sogar sehr gut. Wie gesagt, die Mango hat es komplett erwischt, aber ja, gut. Egal. So, der ist jetzt hier drin. Ich würde vielleicht, wenn ich einmal dabei bin, mal hier unten ein bisschen Totholz abschneiden. Vermeintliches Totholz, aber ich mutmaße jetzt einfach mal, dass es welches ist. Wie gehabt, falls ihr zum ersten Mal mich mit einem Fikus arbeiten seht, ich bin da recht rigoros. Ne? Wie in jedem Video, ich kann es nur wiederholen, bitte, bitte, bitte die Milch, die da austritt, nicht an die Schleimhäute kommen lassen. Ne? Das soll nicht gesund sein. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, aber nee, machen wir nicht. So, nur mal hier mal so in Gänze. Ne? So. Der kommt jetzt wieder an Ort und Stelle. Ich hoffe, dass er sich erholt. Und dass er. Ich möchte, dass der kräftig wird. Dass er irgendwann werde ich wahrscheinlich mehr in der Höhe kappen müssen, aber ich möchte, dass er einfach kräftig wird. Das muss so ein richtig stabiles Bäumchen werden. So ist jetzt zumindest der Plan. Ja, jetzt sind wir bei 30 Minuten mittlerweile. Ich kann ja mal ganz kurz, könnte es auch wegschalten, wenn er sagt, der Typ. Ich noch mal ganz kurz zeigen, das hier ist der Fikussteckling, den wir letztes Jahr hier in die selbstgebaute Bewässerung reingemacht haben. Dem geht es soweit ganz gut. Ja, da hat genau das gemacht, was ich ja wollte, nämlich hier wieder ausgetrieben. Ich weiß noch nicht, wie es mit dem weitergeht. Das wird sich im Laufe des Jahres zeigen, wie das sich weiterentwickeln darf. Auch von der Form her. Und dann schauen wir mal. So, reicht für heute. Ich setze die noch mal ein bisschen in Szene. Moment, den großen weiter hinter. Den kleinen weiter nach vorne. So. Lange, lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Also für die, die wirklich gerne geguckt haben. Aber ich denke mal, der ein oder andere versteht es, dass es Phasen gibt, wo man einfach, wo es einfach nicht geht. Sag mal, wo es einfach nicht geht. Ja, das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Und ich werde mich bemühen, dieses Jahr wieder neu anzugreifen. Deswegen werde ich das Video auch wahrscheinlich Neustart nennen. Wir könnten viel vorhaben, die ich habe heute leichte Wortfindungsprobleme, es tut mir leid. Den Liguster, die Ligustersteckling, die treiben wieder aus, ne, die müssen mal zurückgeschnitten werden. Wir haben das ein oder andere Fikusprojekt angefangen, auch das muss man sich mal angucken. Auch ich sag mal, dieser Fikussteckling. Ja, das ist der, der bei vollen 4000 Mikrosiemens steht. Mal zum Vergleich, das hier war gerade 700 Mikrosiemens, das bei 4000 Mikrosiemens. Tja, also haben wir es soweit. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und ich sehe mal zu, dass ein paar mehr Videos kommen. Die da. Na, bis dahin.